Kila, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Final Fantasy VII und Invidel. Im letzten Part haben wir im Fort Condor die zweite von drei großen Materia geschnappt und Cid hat vorgeschlagen, nochmal kurz nach Tifa und Cloud zu sehen, und das machen wir jetzt auch. Sieht unverändert aus. Welche Zahl bin ich? Es hat keinen Sinn. Ich verstehe kein einziges Wort, Cloud. Was soll ich jetzt tun? Was wird passieren, wenn du nie wieder richtig gesund wirst? Oh je. Sie kommen. Was hast du gesagt, Cloud? Verflixt, das geht hier ab. Ach so, ich kann ihn steuern, okay. Was geht hier ab? Was ist das? Der Lebensstrom sprudelt unter der Erdoberfläche nach oben. Verdammt, das ist übel. Cid, stimmt was nicht? Nein, nichts. Du und Cloud, geht schnell hinein. Aber ich... Mach dir keine Sorgen, so schnell sterbe ich nicht. Sei vorsichtig. Auf geht's, los! Passt auf! Oh, Weapon greift an. Verdammt! Dieses verdammte Weapon! Ausgerechnet jetzt! Also gut, dann mal los, du Mistvieh! Unser erster Kampf gegen eine Weapon. Ja. Ich habe keine Ahnung, was diese Weapon kann. Da die Weapon aber wahnsinnig stark sind, gehe ich mal davon aus, dass er uns übelst ans Leder will. Jo. Wird er auch. So. Gegen was könnte denn der allergisch sein? Probieren wir es mal mit Feuer. Wenn nicht, haben wir noch ein paar Beschwörungen raus. Was haben wir denn an Beschwörungen? Odin. Wir könnten mal Odin nehmen. Ja. Ich hoffe, dass der gut reinhaut. Die Weapons sind sehr gefährlich. Sind optional. Also er jetzt nicht, aber es gibt hier noch ein paar andere. Sind optionale Gegner im Spiel. Da man, ist ja bei Final Fantasy immer so, neben dem Hauptgegner, den man in der Geschichte erledigt, gibt es optionale Gegner, die ja wahnsinnig stark sind und die sehr viel Arbeit und sehr viel Kraft und Levelei kosten, um sie zu erledigen. Und die Weapon sind im siebten Teil so etwas. Oh, Ultima klingt nicht gut. Und zum Beispiel im zehnten Teil gibt es die schwarzen Bestia. Die sind sozusagen das Pendant dazu. So, jetzt haben wir mal... Nee. Das wäre jetzt blöde. Er haut ab. Ja, er haut ab. Wir haben ihn verjagt. Aber keine Sorge, wir kommen später nochmal an ihn ran. Wir bekommen natürlich keine Erfahrungspunkte dafür. Kann ich mich bewegen? Nee. Versuchst du etwa zu entkommen? Fast hätte ich sie vernichtet. Der Lebensstrom scheint auch wieder zum Normalzustand zurückgekehrt zu sein. Du beliebst wohl zu scherzen. Das ist gar nicht gut. Der Hauptstrom ist ganz aufgewühlt. Uns steht noch was viel Schlimmeres bevor. Mist. Raus hier! Aber was ist mit Tifa und Cloud? Verdammt! Du hast keine Zeit, dir um andere Sorgen zu machen. Du weißt nie, wann der Strom losbrechen wird. Mensch! Beeilung!
Tiefer, Cloud! Macht, dass ihr rauskommt! Das ist übel. Das Beben wird immer stärker. Warte mal kurz, Cloud. Doktor, sollten wir ihn nicht lieber woanders hinbringen? Es ist bestimmt sicherer, wenn wir uns ins Freie begeben. Wie ruhig der das macht. Mach dir keine Sorgen, Cloud. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Die Wände halten nicht. Schnell raus hier. Ja. Alles klar, Cloud? Wir gehen jetzt. Das so gut ist, schon wieder im Lebensstrom zu sein. Für den guten Cloud. Wo bin ich? Wo bin ich? Was ist los? Was ist los? Ich ist los, ich ist los, ich ist los, ich ist los, ich. Wo ist Cloud? Wo ist Cloud? 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 Wo bist du? 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 Was? Wer? 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 Wer ist da? Wer ist da? Ich höre nichts. 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 Ich höre nichts, ich höre nichts, ich höre nichts. Moment mal, davon weiß ich nichts. Davon weiß ich nichts, davon weiß ich nichts. Nein, ich war es nicht. Sowas würde ich nie tun. 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 Nein, aufhören, nicht. Nein, aufhören, nicht. Nein, aufhören, nicht. Helft mir doch bitte. 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 Cloud, Hilfe. Cloud, Hilfe. Wo bin ich? Cloud? Was ist los, Cloud? Was ist das? Sind das deine Träume? Oder ist es dein Unterbewusstsein? Du bist auf der Suche, nicht wahr, Cloud? Auf der Suche nach dir selbst. Ich kann auch helfen. Wir werden gemeinsam versuchen, dein wirkliches Ich zu finden. Aber wo sollen wir anfangen? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich hier oben, oder? Die Tore von Nibelheim. Vor 5 Jahren ist Sephiroth durch diese Tore getreten. Und so fing alles an. Ja. Also, wir befinden uns im Lebensstrom und Cloud und Tifa, ja, auch noch zusätzlich im Unterbewusstsein. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so aufdecken. Es hat mit Nibelheim zu tun? Ja, das stimmt. Am besten, wir fangen dort an. Lass uns mal sehen, Cloud. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich werde dir helfen. Cloud, sieh mal. Cloud, sieh mal. Hier ist der Brunnen. Hier ist der Brunnen. Und das Grams Inn. Und das Grams Inn. Der einzige LKW in der Stadt, der war schon hier, als wir noch kleine Kinder waren. Ist das Nibelheim, an das du dich erinnerst?
Es ist genau wie meine. Deshalb ist dieser Ort unser Geheim. Vor 5 Jahren kamen 2 Soldaten hierher. Sephiroth und ein junger Soldat. Kannst du mir noch mal erzählen, was passiert ist? Wie fühlst du dich? Vor 5 Jahren sah ich den echten Sephiroth zum allerersten Mal. Du bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt, nicht wahr? Wie fühlst du dich? Kann ich nicht sagen, denn ich habe keine Heimatstadt. Und deine Eltern? Meine Mutter war Yennuva. Sie starb bei meiner Geburt. Mein Vater war... Doch ehrlich gesagt fand ich ihn sehr kalt. Was soll's. Okay, gehen wir. Ich erinnere mich, dass ich bei ihm ein ungutes Gefühl hatte. Nein, Cloud. Ich hab's bisher verschwiegen, weil ich Angst hatte, dass etwas Furchtbares passieren würde, wenn ich es dir erzähle. Aber jetzt werde ich nichts mehr verschweigen. Du warst nicht hier. Vor 5 Jahren kam Cloud nicht nach Nibelheim. Ich hab gewartet. Cloud kam nicht. Die beiden, die hierher beordert wurden, waren Sephiroth und ein anderer. Okay, gehen wir. Der Soldat, der mit Sephiroth kam, war nicht Cloud? Es gibt nichts, was ich sagen könnte. Du musst die Antwort selbst finden. Wenn es dir nicht gelingt, dann... Lass dir Zeit, Cloud. Langsam. Eins nach dem anderen, ja? Gut, die erste Erinnerung wurde abgehandelt. Dann nehmen wir jetzt vielleicht mal die hier. Die Kindheitserinnerung ist das wahrscheinlich. Die Sternennacht am Brunnen und unser Versprechen in jener Nacht. Was, wenn die Erinnerung nur eine Täuschung ist? Lass dir Zeit, Cloud. Antworte nicht zu schnell. Denk nur an die Gefühle und dir wird alles wieder einfallen. Langsam, eins nach dem anderen. Genau wie der Himmel in jener Nacht. Der Himmel war voller Sterne. Von Anfang an bitte. Versuch dich zu erinnern. Also, ich trug diese Kleider. Das auch. Du warst klein. Und niedlich. Sephiroth sagte mal. Cloud hat seine Erinnerung anhand meiner Geschichte gefunden. Hast du dir diesen Himmel vorgestellt? Nein, du hast dich daran erinnert. In der Nacht waren die Sterne so schön. Nur Cloud und ich, ganz allein. Wir unterhielten uns am Brunnen. Deshalb dachte ich auch, dass du der echte Cloud warst. Ich glaube noch immer, dass du Cloud aus Nibelheim bist. Aber du glaubst nicht an dich selbst. Diese Erinnerungen reichen nicht. Cloud, was ist mit deinen anderen Erinnerungen? Nein, nicht Erinnerungen. Eine Erinnerung muss man ja bewusst hervorrufen. Deshalb kann sie manchmal falsch und etwas ganz anderes sein.
Aber es ist anders als eine Erinnerung, die tief in deinem Herzen sitzt. Deshalb ist es eine Täuschung. Wenn er diese Erinnerung hervorrufen könnte. Ja, genau. Eine Erinnerung, die etwas mit mir zu tun hat. Ich sage etwas und du kannst dich nicht erinnern. Aber wenn du etwas sagst und ich kann mich auch daran erinnern, dann wissen wir, dass es unsere gemeinsame Erinnerung ist. Sag etwas, egal was, irgendeine Erinnerung, die dir viel bedeutet. Nun, da du es erwähnst, warum wolltest du Soldat werden? Das schien so eine plötzliche Entscheidung. Ich war verzweifelt. Ich wollte wahrgenommen werden. Ich wollte wahrgenommen werden. Ich dachte, wenn ich stärker wäre, würde man mich bemerken. Dich wahrnehmen? Wer? Wer? Du weißt wer. Ich? Warum? Tifa, hast du jene Zeit vergessen? Schau mal, ich. Es tut mir leid, aber wovon sprichst du? Nein, ist schon gut. Du hattest es damals sehr schwer. Du warst so mit deinen eigenen Dingen beschäftigt. Es ist ganz natürlich, dass du dich nicht mehr an mich erinnern kannst. Damals? Es ist sehr wichtig für mich. Ich sage es nicht gerne, aber es ist eine sehr wichtige Erinnerung. Möchtest du sie sehen? Natürlich wollen wir sie sehen. Komm, beeil dich. Versiegelter geheimer Wunsch. Schöne Erinnerung. Wer weiß. Ach so, ich muss hinlaufen. Okay. Weißt du, in welche Richtung dieses Fenster zeigt, Tifa? Dann gehe ich. Mein Zimmer? Ich bin das erste Mal hier. Wirklich? Ich sah immer nur von außen hier hoch. Hey, schau! Cloud kommt! Meinst du, er will hereinkommen? War das das erste Mal, dass du in mein Zimmer kommst? Ja, das stimmt. Wir waren Nachbarn, aber ich kannte dich noch nicht. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Ich dachte immer, wir seien Freunde. Jetzt, wo du sagst, ich kann mich daran erinnern, dass du jemals in meinem Zimmer warst. Tifa war immer mit diesem Dreigespann zusammen. Das stimmt. Damals dachte ich, die seien alle blöd. Was? Ihr wart alle so kindisch, lachtet über jede idiotische Kleinigkeit. Aber wir waren Kinder damals. Ich weiß, ich war der Idiot. Ich wollte so gerne mit allen spielen, aber ich wurde nie in die Gruppe aufgenommen. Später dann dachte ich, ich sei anders. Anders als diese unreifen Kinder. Damit dann vielleicht... Vielleicht würden sie mich dann mitspielen lassen. Ich dachte, das sei möglich, also blieb ich. Ich hatte solche Vorurteile, ich war so... schwach. In der Nacht bat ich tiefer zum Brunnen zu kommen. Ich glaubte, sie würde niemals kommen und dass sie mich hassen würde. Ja, das kam alles so plötzlich. Ich war etwas überrascht. Aber es stimmt, so eng waren wir nicht befreundet. Aber nachdem du die Stadt verlassen hattest, dachte ich viel an dich. Ich dachte, wie es Cloud wohl geht. Ob er es geschafft hat, Soldat zu werden. Ich begann die Zeitung zu lesen, weil ich dachte, dass vielleicht was über dich drinstehen würde. Danke, Tifa. Erzähl ihm, was du mir erzählt hast nachher. Das wird ihn wahrscheinlich sehr glücklich machen. Okay.
Okay. Wie? Wie? Was ist heute passiert? Was ist heute passiert? Dies war der Tag. Dies war der Tag. Dies war der Tag.